Engel, Hiobs Botschaft, Traumsaat, Jubiläumsausgabe, dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 18. Wüsste ich doch, wie ich ihn finden könnte. Gelangen könnte zu seiner Stätte. Hiob, Kapitel 23, Vers 3. Für die Nachforschungen in der Stadt hatte Hiob sich wieder in seinen weiten Wollmantel gehüllt, der sein auffälliges Äußeres gut verbarg. Wenn er so mit Francetta durch die Straßen Prags ging, sollte er eigentlich auf den ersten Blick als Monarch durchgehen. Eigentlich hatte er sich allein auf den Weg machen wollen, aber Francetta hatte darauf bestanden, ihn zu begleiten. Sie waren jetzt bereits seit mehreren Stunden unterwegs und die Rottmeisterin hatte sich in unzähligen Gasthäusern, bei Straßenhändlern und den Söldnern an den Stadttoren nach dem anderen Raguliten erkundigt. Bislang jedoch ohne Erfolg. Zuerst hatte Hiob das wenig gekümmert. Die vielfältigen Eindrücke der hölzernen Metropole mitten auf dem See hatten ihn völlig gefangen genommen und ihre Suche für einige Zeit vergessen lassen. Doch langsam konnte Francetta ihre Enttäuschung nicht mehr verbergen. Und ihre leisen Flüche erinnerten ihn wieder an ihre eigentliche Aufgabe. »Es sieht nicht gut aus, oder?« fragte er die sehnige Beutereiterin, als sie sich vor einem Regenschauer unter dem Schutz einer der großen Palmen geflüchtet hatten, die eine kleine Allee säumten. Dass auf den Pendants von Prag sogar Bäume wuchsen, hatte Hiob ganz besonders beeindruckt. Auf einem der Plätze im Süden der Stadt hatten sie gar einen richtigen kleinen Wald gesehen. »Nein, es sieht nicht gut aus«, antwortete Francetta verärgert. »Unsere gesamte Suche scheint vollkommen sinnlos zu sein. Ich habe seit heute Morgen nicht den leisesten Hinweis auf den Raguliten bekommen und ich kann mir nicht vorstellen, dass es den anderen besser ergangen ist. Und was machen wir jetzt? Hast du einen Vorschlag?« Die Söldnerin zuckte die Achseln und strich sich eine nasse Haarsträhne aus dem Gesicht. Hoffen, dass Eliphas und die Begine im Himmel mehrere Ros finden konnten. Die Taschen voller Manna hatte Wittgenstein sich nach seinem Treffen mit Gregor zuerst einmal eine bessere Unterkunft gesucht und sich nach einem guten Essen gründlich ausgeschlafen. Nachdem er sich daraufhin einige Zeit in der Stadt umgehört hatte, war klar geworden, dass er nicht umhin konnte, seine Nachforschungen beim Hause des Kaufmanns zu beginnen. Nathan und sein Vater waren allem Anschein nach respektable Leute gewesen und hatten sich keine echten Feinde gemacht. Er würde also die Bediensteten noch einmal über die Ereignisse jener schicksalshaften Nacht ausfragen müssen und sich, wenn dabei nichts herumkam, eben erst auf die Spur des verschwundenen Kaufmanns setzen. Mit etwas Glück würde er ihn dann auch zu den Mördern seines Sohnes führen. Beim Haus des Kaufmanns angekommen, fand Wittgenstein auf Anhieb die Tür, die in die Küche führte. Der überquellende Eimer mit Küchenabfällen davor war ein eindeutiger Hinweis. Mit einer unwillkürlichen Begegnung kontrollierte er den Sitz seiner Augenklappe und klopfte an die hölzerne Tür. Der blonde Küchenjunge, der ihm öffnete, starrte ihn aus weit aufgerissenen Augen an. »Bist du der Teehändler?« fragte er verwirrt. Mit breitem Grinsen schob Wittgenstein den Halbwüchsigen beiseite und trat mit eingezogenem Kopf durch die niedrige Tür. »Nein, bin ich nicht, aber ich bin ein Freund Theresas und ich bin gekommen, um sie zu sehen.« Der Junge stand immer noch wie angewurzelt neben der offenen Küchentür. »Theresa arbeitet nicht in der Küche«, stammelte er. »Sie ist im Haus für die Zimmer zuständig.« »Das weiß ich doch«, log Wittgenstein und sah sich suchend in der Küche um. Als der Junge daraufhin nicht reagierte, seufzte er schwer und schloss hinter sich die Küchentür. »Pass gut auf, Bursche. Du wirst mir jetzt hier in der Küche einen Stuhl und etwas zu trinken anbieten. Und dann wirst du hinauf ins Haus gehen, Theresa suchen und sie hierher bringen.«
Mit diesen Worten drückte er dem zitternden Burschen ein 50-Cent-Stück in die Hand und sah ihn erwartungsvoll an. Der Anblick der goldenen, schimmernden Münze schien Wunder zu wirken, und innerhalb weniger Augenblicke saß Wittgenstein mit einem dampfenden Becher Tee am Küchentisch und wartete darauf, dass Theresa zu ihm herunterkam. Eigentlich hatte er an eine andere Art Getränk gedacht, aber man dürfte die Leute nicht überfordern. Er sollte jedoch kaum die Gelegenheit bekommen, überhaupt etwas zu trinken, denn schon nach wenigen Augenblicken kehrte der Küchenjunge mit jener Magd zurück, mit der Wittgenstein schon am Morgen nach Nathans Tod gesprochen hatte. Offenbar hatte die gute Theresa seine Freigebigkeit nicht vergessen, sonst wäre sie wohl nicht so schnell bei ihm in die Küche erschienen. »Sei gegrüßt, mein edler Herr. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Laufen die Geschäfte gut?« »Natürlich freust du dich«, dachte Wittgenstein grimmig, der das gierige Funkeln in Theresas kleinen Augen nur allzu genau erkennen konnte. »Und meine Geschäfte interessieren dich auch nur so lange, wie sie etwas für dich dabei abfällt. Aber ihm sollte es recht sein, wenn er dadurch ein paar gut angelegte Euro an die Informationen kam, die er brauchte. Danke der Nachfrage. Ich freue mich auch, dich wiederzusehen, Theresa. Ich würde mich gern ein wenig mit dir unterhalten. Setz dich.« Er wies auf den Stuhl an der anderen Seite des Küchentischs. »Hier, sorg dafür, dass wir ein bisschen allein sind«, sagte er zu dem Küchenjungen gewandt und schob ihm noch ein paar Cent zu. »Worüber willst du denn mit mir sprechen, edler Herr?«, fragte Theresa neugierig, nachdem der Junge sie allein gelassen hatte. »Es geht um deinen erschlagenen Herrn und seinen verschwundenen Vater. Ein alter Freund des Hauses hat mich befragt, über die Sachen ein paar Nachforschungen anzustellen und mich nach dem Täter mit dem Verbleib des Herrn Ebenezer umzusehen. Dazu brauche ich deine Hilfe, Theresa.« Wittgenstein wusste, dass es immer gut war, wenn die Leute das Gefühl hatten, gebraucht zu werden. Dann glaubten sie, die Kontrolle über das Gespräch zu haben, und man konnte mehr aus ihnen herausbekommen. Allerdings hatte er bei Theresa nicht das Gefühl, sie verheimliche irgendetwas. Sie nickte nur eifrig und sah ihn aufmerksam an. »Gut. Am besten erzählst du mir noch einmal genau, was in jener Nacht passiert ist. Zumindest, sofern du es weißt.« »Aber gern. Nur ist das schnell gesagt. Pietrov ist wie jedermann ins Zimmer des jungen Herrn gegangen, jeden Morgen ins Zimmer des jungen Herrn gegangen, um ihn zu wecken und ihm beim Ankleiden zu helfen. Dort hat er den Herrn Nathan mit eingeschlagenem Schädel auf dem Fußboden auf dem Bett, vor dem Bett gefunden. Er hatte nur ein kleines leinernes Nachthemd an und da war viel, viel, viel Blut überall. Neben ihm auf dem Boden lag auch eine schwere Zinnkanne, blutig und verbeult. Damit hat der Mörder wohl seine grausige Tat vollbracht. Und mehr wissen wir auch nicht. Die Templer haben alle im Haus lange und ausführlich befragt, aber bis jetzt haben wir noch nichts weiter von ihnen gehört.« Nathan war also wahrscheinlich nicht im Schlaf ermordet worden, sondern war aus seinem Bett aufgestanden. Außerdem musste er den Täter gekannt haben, sonst hätte er zweifellos Alarm geschlagen. »Weiß man, ob es im Zimmer einen Kampf gegeben hat? Hat denn niemand in der Nähe etwas gehört?« Theresa schüttelte energisch den Kopf. »Nein, die Templer haben gesagt, es habe keine Spur eines Kampfes gegeben und von uns, also vom Gesinde, hat niemand etwas Ungewöhnliches gehört. Allerdings haben wir uns auch alle schon länger nicht mehr besonders um die Geräusche von oben geschert.« »Warum denn das nicht?« fragte Wittgenstein stirnrunzelnd. »Der Herr Ebenezer ist in der Zeit seiner Genesung häufiger geschlafwandelt. Von daher waren wir alle an nächtliche Schritte aus dem oberen Stockwerk gewöhnt.« »Hat denn jemand in der betreffenden Nacht Schritte gehört?« »Ich glaube schon, aber das ist ja nichts Ungewöhnliches.« »Der alte Meister Ebenezer war also ein Schlafwandler.
ob er sich auch im Schlaf aus dem Staub gemacht hatte? Oder vielleicht hatte er das auch nur vorgetäuscht und hatte seinen Sohn ermordet? Aber warum sollte er so etwas tun? Und es hat niemand von euch bemerkt, dass der alte Ebenezer das Haus mitten in der Nacht verlassen hätte. Theresa schüttelte erneut den Kopf. Nein, da sind wir uns alle einig, davon haben wir nichts gehört. Ebenezer hatte das Haus aber zweifellos in der Nacht verlassen. Am Abend war er noch da gewesen. Nathan und Gregor hatten ihn auf dem Gang getroffen, als sie sich vor der Tür des Kaminzimmers um seinen Auftrag gestritten hatten. Seinen Auftrag. Der Sohn hatte vermutet, irgendetwas sei mit seinem Vater nicht in Ordnung. Aber warum sollte ihn deshalb jemand umbringen? Hat Ebenezer das Haus denn in anderen Nächten als Schlafwandler verlassen? Nein, ich glaube nicht, edler Herr. Aber er hat tagsüber und manchmal auch nachts viele Spaziergänge gemacht. Weißt du, wohin er bei diesen Spaziergängen gegangen ist? Theresa zuckte mit den Achseln. Nicht genau, aber Flora sagt, sie hätte ihn einmal am Fernhafen gesehen. Na, das klang doch mal nach einer brauchbaren Spur. Er würde sich also zunächst einmal um den verschwundenen Vater kümmern. Wie ist der Name des Medikus, der Ebenezer behandelt hat, als er krank war? Wojciech, Dr. Wojciech. Er lebt im Westen der Stadt, in Malazara, na, glaube ich. Gut, da würde er weitermachen. Wittgenstein stand auf und warf Theresa ein 2-Euro-Stück zu. Eine Frage habe ich noch an dich. Kannst du mir eine genaue Beschreibung deines Herrn Ebenezer geben? Nun, er ist ein stattlicher Mann, etwas größer als du, dem man sein Alter noch bestimmt 50 Jahre nicht ansieht. Er war immer glatt rasiert, trug sein graues Haar stets kurz geschnitten. Ich glaube, das Auffallendste an ihm waren seine leuchtend grünen Augen. Seit seiner Krankheit sah er immer etwas blass aus. Theresa zuckte mit den Achseln. Was soll ich noch sagen? Kannst du damit was anfangen? Wittgenstein nickte knapp und verließ hastig die Küche. Nachdem ein Besuch beim besagten Wojciech vollkommen ergebnislos geblieben war, hatte Wittgenstein sich auf den Weg in das Viertel am Fernhafen gemacht. Der sogenannte Medikus war ein Quacksalber der schlimmsten Sorte, und Wittgenstein konnte jetzt gut verstehen, warum Nathan seinem Urteil misstraut hatte. Es war schnell klar geworden, dass es sich kaum lohnte, den kleinwüchsigen Greis zu bestechen oder zu bedrohen. Er hatte einfach keine Ahnung. Der Fernhafen von Prag lag im Süden der Stadt, der Rameliten. Der Podolsky-Kanal war der einzige Wasserweg in der Stadt, der breit genug war, um die riesigen Lastkähne und Flöße der Flussschiffer aufzunehmen, die über die Moldau nach Prag hineinkamen. Um Unfälle zu vermeiden, wurde der Kanal nur in eine Richtung befahren. Die Schiffe fuhren an seinem nördlichen Ende in die Stadt hinein, an den hölzernen Kais des Stadtviertels Pankrag, wurden dann die mitgebrachten Waren zu jeder Tages- und Nachtzeit auf kleinere Kähne, Triedelboote und Lastgondeln verladen, die tiefer ins Gewirr der Kanäle eindringen konnten, das die ganze Stadt wie ein Spinnennetz durchzog. Die leeren Flöße und Schiffe fuhren anschließend weiter nach Podolis, wo der ganze Vorgang mit umgekehrter Richtung erfolgte, sodass die Schiffe die Stadt am südlichen Ende des Kanals wieder vollbeladen verließen. Aber Wittgenstein interessierte sich nicht für den Hafenbereich. Stattdessen lief er durch das Gewirr aus engen, verwinkelten Gassen und Lagerhäusern, aus denen die Hafenviertel an der vom Kanal abgewandten Seite hauptsächlich bestanden. Es war der ideale Ort für ein Versteck oder einen geheimen Unterschlupf. Ebenezer war Kaufmann und sicher hatte er häufiger im Hafen zu tun. Aber irgendetwas sagte Wittgenstein, dass sein Besuch hier keine geschäftlichen Gründe gehabt hatte. Trotzdem ärgerte er sich, dass er Theresa nicht gefragt hatte, ob der Kaufmann hier irgendwo ein Lagerhaus oder vielleicht einen Reisspeicher unterhielt. Er konnte kaum hoffen, nur durch Glück auf einen Hinweis zu stoßen, der ihn weiterbrachte. Also beschloss er, zuerst einmal die Fahrer der Rikscha-Gondeln zu befragen, die an verschiedenen Plätzen und Kanalkreuzungen auf Fahrgäste warteten.
Ein paar Cent hier und eine Flasche billigen Reisweins dort lockerten den Gondolieren schnell die Zunge, aber niemand schien am fraglichen Abend einen Fahrgast befördert zu haben, auf den Ebenezers Beschreibung passte. Wittgenstein war schon drauf und dran, seine Suche in den Hafenvierteln aufzugeben, als sich dann doch einer der Rischka-Fahrer an Ebenezer erinnerte. Er war nicht mein Fahrgast, aber ich kann mich noch gut an ihn erinnern, berichtete der ältere Mann, dessen ganzer Stolz sein langer, gezwirbelter Schnurrbart zu sein schien. Es muss schon ein paar Tage her sein. Ich hatte gerade ein paar Matrosen aus Kalin zu ihrem Schiff zurückgefahren und hatte nicht erwartet, zu so später Stunde in Pololis noch einen Fahrgast zu treffen. Aber dann sah ich diesen Mann, den du beschrieben hast, aus der Hintertür eines Lagerhauses kommen. Normalerweise dienen die Stege auf den Rückseiten der Häuser nur als Anlegestelle für Kähne und Gondeln. Deshalb wunderte ich mich, dass er nicht das Boot nahm, das neben der Tür angebunden war, sondern zu Fuß den Steg entlang lief. Also brachte ich meine Gondel auf gleiche Höhe mit ihm und fragte ihn, ob ich ihn mitnehmen könnte. Aber er hat mich nur kurz angesehen und ist dann über den Steg davongelaufen. Bist du dir sicher, dass es der Mann war, den ich beschrieben habe? Ja, sagte der Gondolier. Ganz sicher. Und im Schein meiner Laterne habe ich gesehen, dass er einen schönen, teuren Mantel trug. Nichts, was ich ein Hafenarbeiter hätte leisten können. Und an die grünen Augen kann ich mich gut erinnern. Verstehe, antwortete Wittgenstein nachdenklich. Wann, sagst du, ist das gewesen? Sein Gegenüber zuckte die Achseln. Ich weiß nicht genau, vor 2-3 Tagen, denke ich. Also wahrscheinlich nachdem Ebenezer verschwunden war. Mit etwas Glück war der alte Kaufmann in der Zwischenzeit wieder in sein Versteck zurückgekehrt. Wittgenstein sah prüfend zum wolkenfahrenden Himmel hinauf. In spätestens einer Stunde würde die Sonne untergehen. Wenn möglich, wollte er sich das Versteck des Alten noch bei Tageslicht ansehen. Würdest du die Tür wiederfinden, aus der der Mann damals herauskam? Aber sicher, nickte der Gondolier und strich über seinen Schnurrbart. Gut, dann bring mich dahin. Eliphas wartete mit einigen seiner Leute bereits in einer Straßenecke am Florenzer Platz, als Hiob in Begleitung Franchettas dort eintraf. Sie hatten es riskiert, sich von einer der Rikscha-Gondeln bis in die Nähe des Palastes bringen zu lassen und waren nur die letzten paar Schritte zu Fuß gegangen. Hiob hatte nicht viel Hoffnung, dass der Kompteur etwas herausgefunden haben könnte. Wie die Rottmeisterin vorausgesagt hatte, war keiner von ihrer Truppe in der Stadt erfolgreich gewesen und irgendwie war er zu niedergeschlagen, um sich vorstellen zu können, dass Eliphas und Anne im Himmel besser dran gewesen waren. »Da seid ihr ja endlich«, rief Eliphas ihnen ungeduldig entgegen, noch bevor sie die Gruppe ganz erreicht hatten. »Wir haben gute Neuigkeiten. Es scheint, als hätten die Rameliten eine heiße Spur.« Und wir müssen uns beeilen, wenn wir vor ihnen dort sein wollen. »Wie bitte?« fragte Hiob überrascht. »Wir haben gar nichts herausgefunden und dachten schon, es wäre alles umsonst gewesen. Was gibt's Neues? Wo befindet sich der Ragolit mit dem Ordensbuch?« »Das kann ich euch unterwegs alles erzählen«, drängte Eliphas. »Wir haben noch einen weiten Weg vor uns und ich weiß nicht, ob die Rameliten nicht schon vor heute Abend dorthin aufgebrochen sind.« Alle Niedergeschlagenheit war von einem Augenblick zum anderen von Hiob abgefallen. Sie hatten endlich eine Spur, und mit etwas Glück würde es nicht mehr lange dauern, bis er seinen Ordensbruder traf. Eliphas führte sie in eine enge Seitengasse, wo auf einem Kanal 2 Lastgondeln lagen, deren Ladefläche mit vielfach geflickten Plastikkannen überspannt war. »Los, Leute, steigt ein!« »Hiob, komm zu mir auf den ersten Kahn, dann erzähle ich dir auf der Fahrt, was wir herausfinden konnten.« Wenige Augenblicke später hockten sie dicht gedrängt unter den Planen, während die Gondeln sich langsam in Bewegung setzten. »Es war wieder Anne, die den entscheidenden Hinweis fand«, begann Eliphas zu erzählen, und Hiob sah ihn gespannt an. »Bereits heute Morgen, kurz nachdem Padano mit ihrer Botschaft zu ihr aufgebrochen war, konnte sie ein Treffen zwischen Atenida und einem Mann belauschen, der vielleicht sogar Abogras selbst war.« »Wie hat sie das geschafft?« unterbrach Hiob ihn. »Ich denke, die Rameliten haben sie nie aus den Augen gelassen.«
Nachdem ich festgestellt hatte, dass sie überwacht wird, habe ich meine Leute angewiesen, ihre Aufpasser bei jedem sich bietenden Gelegenheit ins Gespräch zu verwickeln und abzulenken, sodass Anne sich möglichst oft unbeobachtet durch den Himmel bewegen konnte, erklärte Eliphas mit zufriedenem Grinsen. Hiob nickte. Ich wusste gar nicht, dass du so ein guter Spion bist, Kompteur. Vielleicht, naja, gehört das seit neuestem zu deiner Grundausbildung als Templer? Immer noch grinsend schüttelte Eliphas den Kopf und fuhr fort. Leider fand sich Annes vorsinnflutliches Sprechgerät gerade auf dem Weg zu dir, so dass sie das Gespräch nicht festhalten konnte, aber glücklicherweise haben die Rameliten einen Sinn für detailreiche Malerei. So konnte Anne mir auf einer Panoramaansicht der Stadt, die auf die Wand eines großen Speisesaals gemalt war, den Ort zeigen, über den Athenida mit dem Mann gesprochen hatte. »Und dorthin fahren wir jetzt?«, fragte Hiob. »Was macht dich so sicher, dass das Buch und mein Ordensbruder dort sind?« »Zumindest glauben die Rameliten das.« Das gab Anne mir anhand des Wandgemäldes zu verstehen. »Er versteckt sich also noch in der Stadt«, sagte Hiob, halb zu sich selbst. »Aber warum, wenn er das Ordensbuch nicht den Rameliten übergeben wollte? Gab es jemand anderen, auf den er wartete, oder wusste er vielleicht, dass Hiob nach ihm suchte?« Ihm fiel keine vernünftige Erklärung ein, aber bald konnte er seinen Ordensbruder ja selber fragen. »Und wo befindet sich dieses Versteck?« »Tief unten im See«, antwortete der Kompteur geheimnisvoll. Nachdem sie einmal an der Stelle vorbeigestarkt waren, hatte Wittgenstein sich von dem Gondoleur unweit der Tür absetzen lassen, wo der Mann Ebenezer vor ein paar Nächten gesehen zu haben glaubte. Dann war er auf dem schmalen Holzsteg allein zur Tür zurückgekehrt. Natürlich war sie fest verschlossen. Das Holz sah zwar nicht so aus, als würde sie einen ernsthaften Einbruchversuch standhalten, aber damit hätte er auch seine Anwesenheit verraten und das wollte er auf keinen Fall. Also hatte er sich am Nachbarhaus eine Stelle gesucht, an der er die Bretterwand ohne größere Schwierigkeiten erklettern konnte. Warum hatte er nur seine Ausrüstung nicht dabei? Dann wäre das alles ein Kinderspiel gewesen. Aber es musste auch so gehen. Vom Flachdach des Nachbarhauses konnte er einfach auf das Dach des Schuppens hinüberklettern, zu dem die geheimnisvolle Tür gehörte. Dann musste er nur noch eine Luke finden, durch die er unauffällig ins Innere des Gebäudes gelangen konnte. Leider musste Wittgenstein jedoch feststellen, dass die Dachluken allesamt zu klein waren, um hindurchzuklettern. Also suchte er sich eine, von der aus er den Raum hinter der Tür gut beobachten konnte, und spähte vorsichtig in das Halbdunkel des Lagerhauses hinunter. Bis auf ein paar Säcke mit Reis schien der Raum leer zu sein. Jedenfalls konnte er niemanden erkennen. Wittgenstein beschloss, den Bau für einige Zeit zu beobachten. Vielleicht würde Ebenezer oder jemand anderes ja im Laufe der Nacht hier auftauchen. Dann konnte er hoffentlich mehr herausfinden. Er vergewisserte sich, dass sein Versteck von unten nicht zu sehen war. Dann wartete er. Bereits kurz nach Sonnenuntergang hörte er, wie jemand sich an der Tür auf der Straßenseite zu schaffen machte. Und im nächsten Moment erschien eine in einen Mantel gehüllte Gestalt in seinem Blickfeld. Im ersten Moment dachte er, es sei Ebenezer, der dort an den Schuppen betreten hatte. Doch dann erkannte er, dass es ein anderer, jüngerer Mann war. Denn die Beschreibung, die die Dienerin ihm gegeben hatte, wollte so überhaupt nicht zutreffen. Der unbekannte Neuankömmling entzündete eine Karbidlampe und stellte sie in die Mitte des Raumes. Dann setzte er sich auf einen der Säcke und wartete ebenfalls. Diesmal dauerte es erheblich länger, bis wieder etwas geschah. Wittgenstein vermutete, dass seit Sonnenuntergang 2 bis 3 Stunden vergangen waren, als ein leises Klopfen den Wartenden unter ihnen aufschreckte. Allem Anschein nach war der zuerst eingetroffene Mann kurz eingenickt. Es klopfte noch einmal. Das verhaltene Geräusch kam eindeutig von der Tür. Der Mann unter ihm sprang auf und ging zum Eingang des Lagerraumes, um zu öffnen. Eine weitere vermummte Gestalt mit Kapuze betrat das Halbdunkel. Auch diesmal vermutete Wittgenstein sofort, es könnte sich um den alten Kaufmann handeln. Aber dann konnte er erkennen, wie eine schillernde Chitinklaue aus den Falten des Umhangs fuhr und nach der Lampe griff, um sie etwas herumzudrehen. Traumsaat!
Der Neuankömmling musste ein Versuchter oder so etwas sein. Worauf hatte er sich da nur wieder eingelassen? Insgesamt betraten im Verlauf der nächsten Minuten noch 3 weitere verhüllte Gestalten den Schuppen durch die Tür zur Straße. Keiner von ihnen schien Ebenezer zu sein, und noch weitere Dämonen dabei waren, konnte Wittgenstein nicht sagen. Die Sache mit der Traumsaat war ihm ganz und gar nicht geheuer. Er wusste nicht viel über die abstoßenden Diener des Herrn der Fliegen, aber er rechnete mit dem Schlimmsten. Blieb nur zu hoffen, dass sie keine Sinne hatten, mit denen sie seine Anwesenheit auf dem Dach des Schuppens spüren konnten. Obwohl sie unten mittlerweile zu 5 waren, schienen noch immer nicht alle Mitglieder des geheimnisvollen Zirkels versammelt zu sein. Und tatsächlich klopfte es bald ein weiteres Mal. Diesmal an der Tür, die auf den Steg hinausführte. Der junge Mann, der zuerst angekommen war, schob den Riegel zurück und öffnete die Tür. Wittgenstein konnte das Gesicht des Neuankömmlings nicht sehen, da er auch keine Anstalten machte, seine Kapuze zurückzuschlagen. Als er aber zu sprechen begann, hörte er die Stimme eines alten Mannes mit Prager Akzent, möglicherweise die Ebenesers. »Es ist soweit. Wir wissen alles, was wir wissen müssen. Und der Herr ist nicht mehr bereit zu warten.«